Wahrscheinlich hätte fast jeder von uns, wenn es um die Frage Liebe geht, zunächst einmal sehr gesprochen darüber, wie wichtig für uns die Liebe ist zu anderen Menschen. Für euch vielleicht an erster Stelle in der Familie. Aber wenn man mal Liebe versteht, wirklich als dieses respektvoll anderen begegnen, wirklich Menschen anderes Gutes wollen, dann fallen euch ja hoffentlich auch ein paar andere Namen ein von Menschen, die ihr liebt, denen ihr mit Liebe und Respekt begegnet. Und dann, wenn man länger darüber redet, käme man vielleicht darauf zu sagen, naja, irgendwie Gott lieben steht ja auch in der Bibel. Von daher fällt das auf, dass Jesus, als er gefragt hat, was ist denn eigentlich das Wichtigste, ganz lange darüber spricht, was es bedeutet, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, von tiefster Seele aus, mit dem, was ich bin, Gott zu lieben. Und dann sagt er, und übrigens, seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Also Jesus ist da irgendwie komplett andersrum gepolt, als wir es normalerweise machen würden. Meine Erfahrung mit dem Evangelium ist, es empfiehlt sich von Jesus an der Stelle zu lernen. Nicht unbedingt, dass man es hinterher genauso selber sagt, aber in der Bibel mal nachzuschauen, was korrigiert das eigentlich mich, ist nicht das Falscheste. Ich möchte euch zu diesem Evangelium einen Ausdruck aus der ignatianischen Spiritualität, also dem Gebetsleben des heiligen Ignatius von Loyola mitgeben. Das ist ein lateinischer Ausdruck, der heißt discreta caritas. Discreta caritas. Caritas, wisst ihr wahrscheinlich, heißt Liebe, also die sich schenkende Liebe. Und diskret kennen wir als Fremdwort, also diskrete Liebe. Würde ich vielleicht so verstehen, diskret, das bedeutet ja irgendwie etwas bisschen zurückhaltend, dass ich nicht so gleich überschwänglich bin oder so, dass ich etwas vornehm bin. Diskrete Liebe klingt gar nicht so schlecht. Aber tatsächlich heißt das lateinische Wort, jetzt bin ich etwas nervös, ob hier Lateinlehrer unter uns sind, meines Wissens unterscheiden. Also mal sortieren, diskret bedeutet, die Sachen nebeneinander legen. Und dann bedeutet discreta caritas die unterscheidende Liebe. Und das ist es, was ich euch empfehle. Bei euren Gefühlen, und die Liebe ist sicher das Wichtigste der Gefühle, die wir haben, mal zu schauen, vom Kopf her auch, woher sie kommen. Warum liebe ich jemanden? Manchmal ganz überraschend und spannend. Oder discreta caritas, unterscheidende Liebe, könnte sagen, wie schön, dass du jemand liebst, aber schau doch mal, was daraus folgt. Und wenn du das Gefühl hast, ich möchte meine Liebe nicht nur vom Kopf kontrollieren lassen, dann schau einfach vom Herzen her. Discreta caritas, schau doch mal bei deiner Liebe, ob das etwas ist, das so ein spontanes, momentanes Gefühl ist, toll, fühlt sich's an, aber es ist dann auch schnell wieder weg. Oder schau mal, wo ist eigentlich eine Liebe, die vielleicht nicht so überschwänglich ist, dass du da gleich herumhupst und Party machst, aber wo du sagst, das ist mir wichtig, das ist ein tragender Grund für mein Leben. Die discreta caritas anzuwenden auf das, was Jesus hier im Evangelium sagt. Gott mit ganzem Herzen zu lieben, bedeutet dann zu schauen, warum eigentlich? Was könnte ein Grund sein, Gott zu lieben? Und wohin führt das? Und ich denke, in der Antwort, die Jesus auf die Frage gibt, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben, wo er erst ausführlich über die Liebe zu Gott spricht und dann, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sagt Jesus, glaube ich, genau das. Was folgt daraus, wenn ich frei bin, Gott zu lieben, dass ich in der Lage bin, den Nächsten zu lieben wie mich selbst? Den Nächsten zu lieben, einen anderen Menschen zu lieben, würde man sagen, das sollte ja eigentlich nicht wie mich selbst, sondern überhaupt sollte man jemand lieben. Aber da ist die jüdische Tradition sehr klug,
weil sie sagt, Selbstliebe und Nächstenliebe, die gehören immer zusammen. So sind wir Menschen. Wir leben in dieser Zeit und in dieser Welt. Und ja, klar, wenn du einem anderen etwas Gutes tust, hast du irgendwie die Erwartung, auch etwas zurückzubekommen. Und das ist okay. Das ist so lange okay, wie du nicht zu denen gehörst, wo alles nur noch sich um sich selber zentriert und alles um sich selber dreht. Und wo du alles nur noch anschaust, zu sagen, nutzt das mir, was habe ich davon? Dann ist es die reine Selbstliebe. Aber sonst, den Nächsten lieben wie sich selbst, ist ganz okay. Weil stell dir vor, selbst wenn du völlig selbstlos jemandem etwas Gutes tust, völlig selbstlos, jemanden, den du noch nie gesehen hast, du siehst, der ist in Not, du hilfst ihm und bist ihm sicher, dass du ihn nie wieder siehst, also er nie dir etwas zurückgeben kann. Kann ja so eine Situation geben. Und ich hoffe, dass ihr dann angesprochen seid, zu sagen, ich kann was tun, dann mache ich es auch. Dann hast du zumindest für dich selber den eigenen Vorteil, dass es sich, ehrlich gesagt, richtig gut anfühlt, mal was Gutes zu tun. Und auch da ist den Nächsten lieben wie sich selbst etwas, was zusammengehört. Aber liebe ich den Nächsten, wenn ich etwas zurückbekomme? Da muss jeder mal für sich schauen, weil das ist ja dann die Falle, die Versuchung. Dass ich die Dinge vielleicht nur mache, weil ich hoffe, was zu bekommen. Dass ich mich gegenüber meinen Eltern, meinen Geschwistern, Freundinnen, Freunden, Klassenkameraden eigentlich immer nur so verhalte, dass ich sofort mir überlege, was habe ich davon. Weil dann geht dir die Liebe flöten. Dann bist du nur noch jemand, der, naja, ich vergleiche es immer mit der Kasse am Supermarkt. Natürlich, wenn ich da Geld hinlege, bekomme ich was dafür. Aber das hat ja überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Auch dazu ein kleiner Satz von Ignatius von Loyola, der für mich ganz wichtig geworden ist, so als Frage, die ich mir selber stellen kann. Die Frage heißt, liebst du die Gabe oder den Geber? Ja? Also liebe ich nur das, was ich bekomme, oder liebe ich auch den Menschen, der mir das schenkt? Dass ich die Gabe liebe, weil ich was Gutes habe, schenkt, klar. Aber liebe ich den Menschen auch, der hinter dieser Gabe steht? Liebe ich nur die Gabe oder auch den Geber? Jetzt komme ich zurück zu der Liebe zu Gott. Das ist uns im Alltag wahrscheinlich erstmal fremd, Gott zu lieben. Gerade deswegen betont das Jesus so. Und er betont es, glaube ich, auch so, und er ist sich ganz einig mit diesem jüdischen Schriftgelehrten im Tempel von Jerusalem. Er betont das so, weil gerade fromme Menschen, hat man manchmal das Gefühl, für die ist Gott nur wichtig, wenn sie was von Gott wollen. Die kennen kein anderes Gebet als, lieber Gott, jetzt gib mir mal dies und gib mir mal das und sind dann einigermaßen frustriert, wenn es nicht so kommt. Liebst du die Gabe oder liebst du den Geber? Gott hat dir so viel geschenkt in deinem Leben. Vielleicht nicht so viel wie der da oder die da neben mir. Da werden wir gleich neidisch. Nein, Gott hat dir viel geschenkt. So wie du bist, bist du Gottes geliebtes Kind. Danke Gott, dass du mich geschaffen hast, aber Liebe wäre eigentlich nicht nur den Output zu lieben, was Gott mir gibt, sondern dahin zu kommen, Gott zu lieben. Jetzt kommt was Entscheidendes. Gott im Unterschied zu allen Menschen, Gott ist nicht abhängig davon, dass du ihn liebst. Der braucht das nicht. Der ist Gott. Der braucht nicht was von dir. Und deswegen ist die Liebe zu Gott so etwas völlig anderes als die Liebe zu einem Menschen. Mit der Liebe zu einem Menschen, wenn ich sage, ich liebe dich und ich gebe dir etwas Gutes, dann bin ich immer noch mal dabei zu schauen, wie kann ich dich ein wenig manipulieren. Wenn euch Lehre Gutes tun, dann vielleicht deswegen, dass sie hoffen auf die Art und Weise, dass ihr in der Klasse mehr beitragt zur Klassengemeinschaft oder was auch immer.
aber Gott kannst du nicht manipulieren. Es gibt nichts, was du Gott geben könntest, was er nicht schon hat. Es gibt nichts, was du Gott geben könntest, was er nicht schon hat. Er ist ja Gott von allem. Das bedeutet aber, wenn ich Gott liebe, kann ich wirklich lieben ohne Strategie, ohne Hintergedanken. Dann kann ich mich einüben, was bedeutet, einfach zu lieben. Und wenn mir das gelingt, und wir üben das ja im Gottesdienst mit Liedern oder Summen oder Brummen, mit dem Weihrauch, der aufsteigt, mit den Gebeten, die gesprochen werden, wenn mir das gelingt, etwas mehr zu wachsen in der Liebe zu Gott, dann kommt das andere, was Jesus so kurz hinten dran sagt, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ganz automatisch, weil ich dann frei bin, etwas zu schenken, ohne gleich etwas zurückzubekommen. Nehmt diese beiden Ausdrücke mit, vielleicht erinnert ihr euch dran, die Discreta Caritas, bei den Gefühlen zu schauen, was ist die Liebe, woher kommt sie, wozu führt sie, und liebe ich die Gabe oder liebe ich den Geber? Liebe ich die Menschen, die ich lieben möchte? Das ist etwas, was jede und jeder für sich so im Augenblick entscheiden kann. Vielleicht ein bisschen Musik in einem Augenblick der Stille. Ich lege dabei Weihrauch auf und dann bitte ich gleich die Schülerinnen und Schüler, die die Fürbitten haben, nach vorne. Amen.